liebe Speedway-Fans. Night of the Fights hier in Globburg. Es ist Sonnabend, der 1. September 2018, kurz nach 19 Uhr. Moin Moin, Kloppenburg! Natürlich bin ich motiviert, Heimrennen. Darauf freue ich mich das ganze Jahr. Es ist etwas Besonderes. Kloppenburg ist für mich sehr, sehr besonders. Ich freue mich heute vor heimischem Publikum noch besser. Wir sind momentan sehr gut drauf. Ich bin zuversichtlich für heute Abend. Bevor es hier gleich bei uns voll zur Sache geht, möchte ich Sie einmal bitten, sich von den Plätzen zu erheben für die Nationalhymne Deutschland. Es ist angerichtet. Jetzt kommen wir zu den Akteuren, die um den McDonald's Supercup heute Abend fahren. Night of the Fights 2018 ist eröffnet. Er geht an den Start mit der Startnummer 16. Meine Damen und Herren, Martin Smolinski, Deutschland! Aus Großbritannien, Steve Orbon! Kommt aus Finnland, hier ist Timo Lahti! Nils Christian Iversen aus Dänemark! Antje Lebedevs aus Lettland! Kai Hugbeck, Deutschland! Er ist der einzige Clubfahrer, der heute hier an den Start geht. Hier ist unsere Nummer 5, hier ist René Dettens. Bitte Nummer 4, Max Dilger, Deutschland. Die Startnummer 3 kommt aus Dänemark, Peter Kindemann. Die Nummer 1 aus Dänemark, hier ist Mikkel Beck. Die letzten 20 Sekunden laufen zum Start im ersten Lauf. Mikkel Beck, Martin Kuhls, Peter Kindemann und Max Dilger. Das Band geht nach oben. Der Mikkel Beck und jetzt kommt Max Dilger. Von außen zieht er innen rein. Mikkel Beck hat da ganz offensichtlich ein technisches Problem. Peter Kindemann, der versucht da nochmal alle Register zu ziehen. Was für ein Auftakt aus deutscher Sicht. Kai Huckenbeck in der weißen Startbox. René Dettens in. Das heißt, der brennt lichterloh. War René Dettens, der geht da an die führende Position. Dann Kai Huckenbeck. Im Moment sieht das sehr, sehr gut aus für unsere beiden deutschen Jungs. Kai Huckenbeck, der jetzt den nächsten Angriff bekommt von Rafał Okoniewski. Letzte Kurve. René Dettens, Kai Huckenbeck. Alter, war das knapp. Ganz außen, Helmfarbe gelb, die Startnummer 13, Timo Lahti. Was macht der deutsche Meister Martin Smolinski hier aus dem weißen Gate? Steve Worrell an die führende Position. Martin Smolinski muss da sehr weit nach außen, holt da jetzt ganz viel Schwung.
Und jetzt zieht er eiskalt durch. Da ist auf jeden Fall gleich auf mit Steve Worrell. Timo Lahti jetzt an der zweiten Position. Aber Martin Smolinski macht das Ding hier klar. Durchatmen nach vier Läufen. Wir machen eine kurze Bahndienstpause. Die deutschen Jungs sind ganz gut drauf. René Dettens als Heimfahrer nimmt jetzt das Zepter hier gerade in der Hand. Ja, mal schauen. Er sah ganz gut aus hier. Max Döger top unterwegs. Martin Smolinski sehr, sehr schnell. Deutsches Duo Max Döger und Martin Smolinski gegen Luke Becker und Nils Christian Iversen. Und da kommt Max Hilger wieder hervorragend aus seiner Startbox. Vielleicht jetzt der nächste Angriff. Das sieht sehr spektakulär aus, was Martin Smolinski macht. Aber jetzt muss Max Hilger da aufpassen, denn Luke Becker, der greift da an gnadenlos. Max Hilger mit dem Startzielsieg. Max, zwei Laufsiege, aber es ist heute Abend nicht einfach, vorne zu bleiben. Nein, es ist extrem schwer. Zum einen ist die Konkurrenz wahnsinnig stark, vor allem lässt die Bahn viele Linien zu. Mit dem blauen Helm, René Dettens. Helmfarbe rot, Nils Christian Iversen. Nils Christian Iversen hin, er kommt hier am besten weg, aber jetzt kommt René Dettens, schiebt sich da an die führende Position. Jetzt gibt er Gas. Unser Clubfahrer René Dettens, er zeigt dir, was Phase ist. Mein Ziel ist es, mindestens Halbfinale heute zu fahren. Wie gesagt, leicht wird's nicht. Ein dickes Kompliment an den Bahndienst aussprechen. Die Bahn ist zwar sehr, sehr glatt, aber sehr gleichmäßig. Wir haben kaum Stürze. Ich meine, es gibt nichts Böses da draußen. Man kann wirklich Rad an Rad, Ellenbogen an Ellenbogen fahren. Mit dem blauen Helm die Startnummer 13, Timo Lahti. Aber Timo Lahti, also den müssen wir hier heute Abend auf jeden Fall auf dem Zettel haben, weil der reißt hier richtig ein Ding ab und hat jetzt hier wirklich schon eine satte Führung. Die letzte Minute läuft. Martin Smolinski innen. Der Mann mit dem blauen Helm, Peter Gildemann, der hier ja, den Start gewinnt. Aber René Dettens, der kämpft, der fightet. Der gibt hier alles in diesem Lauf und peilt den zweiten Platz an. Die letzte Kurve. Peter Gildemann und André Lebedes macht das hier. Unglaublich. Mit dem weißen Helm Max Dilger. Das deutsche Trio hier am Start. Tobi Busch, Kai Hürpenbeck und Max Dilger. Tobi Busch hat den Start gewonnen. Aber jetzt kommt Max Dilger außen. Und jetzt kommt Max Dilger innen. Geht innen vorbei an Tobias Busch. Max Dilger!
Die begehrten Plätze fürs Finale stehen an. Wer kommt ins Finale? Timo Lahti, Martin Smolinski, René Dettens, Steve Burrow. Hier ist alles offen. All das ist das eng. Aber Timo Lahti, der fährt hier heute Abend wie entfesselt in der führenden Position. Martin Smolinski dahinter, dann René Dettens. Ein tipptopp aufgelegter Timo Lahti gewinnt das erste Halbfinale vor Martin Smolinski. Ein Punkt für René Dettens. Aber tolle Vorstellung hier am heutigen Abend. Nur die ersten beiden kommen ins Finale. Und da warten ja schon Timo Lahti und Martin Smolinski. Max Silger wieder mit einem tollen Start hier. Oh, da geht es knallhart zur Sache. Nils Christian Iversen, der profitiert hier aus dieser Situation. Hammerhart. Das ist ein ganz heißer Ritt hier. André Lebedes auf dem Weg auf die zweite Position. Und er macht es. Eine Riesenvorstellung von Max Tilger. Das Finale 2018 hier bei uns in Kloppenburg. Wer gewinnt die Night of the Fights? Startbank geht nach oben. Knallharte Action da. Martin Smolinski nutzt die Chance, geht an die zweite Position. Vorne ist Timo Lahti, der Überflieger am heutigen Abend. Timo Lahti geht hier richtig zur Sache. In der letzten Kurve, Timo Lahti gewinnt vor Martin Smolinski und Nils Christian Iversen. War das Nonplusultra von Anfang an. Der Sieger Night of the Fights 2018 McDonald's Supercup. Hier ist Timo Lahti. I feel good, you know, I always felt good here. It's a great event, great atmosphere and feels good to stand here in the middle.